Oh, was macht denn dieses Würstchen? Und was macht diese Gabel da? Da wurde gerade eine Würstchen aufgespießt. Oder irgendwie so. So funktioniert auf jeden Fall dieses Spiel. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Spieße das Würstchen auf. So funktioniert dieses Spiel und wir haben hier gerade eine Belohnung bekommen. Und zwar ein Würstchen, was man in einen Basketballkorb werfen kann. Schön. So funktioniert nämlich dieses Spiel. Es ist wie folgt. Wir haben immer dementsprechend hier ein Würstchen, wie zum Beispiel da oben. Und wir müssen dieses Würstchen auf diese Gabel unten draufbringen. Das heißt also, das ist das gesamte Spielkonzept. Das heißt, wir werfen mal das Würstchen hier runter. Es läuft da runter, am Basketball vorbei und zack, ist es auf der Gabel drauf. So funktioniert es im Prinzip und die Level werden immer schwieriger und immer schwieriger, okay? Wir sind jetzt sogar schon bei Level 21, falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt, unbedingt vorbeisehen, das verlinken wir euch natürlich oben. Und wir haben hier übrigens jetzt die Möglichkeit, nochmal in den Shop zu gehen und auch andere Skins zu kaufen. Ich habe sogar noch 555 Münzen aus der ersten Folge übrig und da können wir uns jetzt tatsächlich sogar vielleicht dieses kleine Würstchen mit dem Papierhut kaufen. Das wäre vielleicht sogar eine ganz nette Alternative und dann können wir hier weiterspielen. So, also wir müssen unser Würstchen hier hochwerfen, damit es hier einfach runterfallen kann in den Basketballkorb und zack, rein in die Gabel. Ganz einfache Geschichte. Nächstes Level. Hier kann man sich noch weitere Kostüme kaufen, aber die brauchen wir erstmal nicht. So, wir müssen jetzt erstmal hier überlegen, wie wir da vorankommen. Das hier sind die Toaster, falls ihr die noch nicht vergessen habt. Wenn man da reinfährt, zack, machen sie das Würstchen warm und werfen das Würstchen automatisch. Das heißt also, wir haben also die Gabel gerade mit einem einzigen Schlag erreicht und haben 100% erreicht. Wir haben hier übrigens mit Level 25 eine Krone. Kann noch sehr interessant werden. Und eine weitere Surprise-Box. Wir haben ein Würstchen-Wohnzimmer freigeschaltet. Unglaublich. Das können wir dann wahrscheinlich für das Würstchen zu Hause benutzen. So, hier haben wir ein Level mit Basketbällen, die hier einfach so random herumfliegen. Ich versuche jetzt einfach mal mit dem Würstchen hier voranzukommen. So, einmal hier nach oben. Einen kleinen Wurf nach oben. Und dann zack. Oh, so und drüber. Jawohl! Das war gerade ein bisschen schwieriger und ich muss schon sagen, wir sind da nicht unbedingt sehr sauber drauf gelandet. Wir haben nur 3% bekommen. Das ist mit Abstand die schlechteste Landung, die ich seit langem hingelegt habe, aber das Würstchen ist aufgespießt. So, was haben wir hier sonst? Wir haben ein weiteres Level, Level 24. Wo ist denn überhaupt unser Würstchen? Ist es möglicherweise... Oh, ist es in dem Topf da drin? Okay. Das heißt also, wir gehen hier mit dem Würstchen hoch, holen den Schlüssel, dann wieder zurück zur Seite, Münzen geholt und 100% aufgespießt. Oh, aber die New Location, das war jetzt gerade nicht so gut. Wir haben trotzdem 7% nur bekommen. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Nun ja, es war aber auch schwierig, das Würstchen am Anfang herauszufinden. Special Level. Okay, das Special Level ist jetzt nochmal ganz besonders, so wie es aussieht. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich rüberrutschen. Da dann Knopf drücken, rüberrutschen, da einen Knopf drücken, rüberrutschen, nochmal einen Knopf in den Toaster rein, rüber in diese Röhre da, durch die Röhre. Warte mal, da müssen wir auf jeden Fall mehr Schwung haben in der Röhre. Auf den Wackelpudding drauf. Was ist das denn? Durch die Toaster. Yo, was geht ab? Was geht ab? Die Toaster werfen einen richtig herum und dann zack, ab auf die Gabel. Okay. Nicht übel, muss ich sagen. Das war schon nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall alles, was wir benötigen, um diese Level sehr gut zu besiegen. Level 26 scheint aber jetzt noch ein bisschen komplizierter zu sein. Wir haben nämlich hier einen Wackelpudding und ich glaube, wir müssen eigentlich nur einmal super schnell hier rüber in dieses Rohr da vorne rein und dann sind wir eigentlich fertig. Wuh! Jawohl! Das war gerade eine Turbo-Wurst, sage ich euch. Und das muss 100% geben. Was? 15% auf New Location. Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, das hat nur mit der New Location zu tun. Also die nächste Location, die wahrscheinlich kommt oder so. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder in dem Topf da drin? Wo sind wir denn jetzt wieder versteckt? Ich glaube, wir sind wahrscheinlich wieder hier versteckt. Ah, nee, da unten sind wir. Okay. Also, wir können hier unten weiter lang gehen. Irgendwie hat man am Anfang immer die Sicht blockiert. Ist jetzt aber erstmal so. Wir gehen hier in den Toaster rein, in diesen Topf. Der Topf bewegt sich nach vorne. Nice. Wir gehen... Oh, nein, 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 nein. Das war gerade irgendwie gerade etwas gefährlich. So, da kommen wir raus. Zack, zur Seite und aufgespießt. Yo, das mit dem Topf war gerade echt eine knappe Geschichte. Wir wurden fast von dieser Säge zersägt. War gar nicht mal so nice. Und wir haben wieder ein weiteres Geschenk, was wir uns ansehen können. Und zwar ist es die Bombe mit dem Würstchen. Okay. Wir haben die Bombe freigeschaltet. Sag mal, ist das gut, dass wir die Bombe freigeschaltet haben? Ich weiß es nicht. Also, unser Würstchen ist wieder da unten, ne? Das heißt also, wir müssen irgendwie unterm Tisch irgendwie hervorkommen
Oh, okay, okay, okay. Wir haben die Bombe hier. Kann die Bombe uns sprengen? Funktioniert das? Nö, oder? Oh! Also ich kann jetzt hier einfach rübergehen und bin jetzt einfach hier. Aber sag mal, ich möchte mal gerne sehen, was passiert, wenn die Bombe explodiert. Oh! Okay, wow. Okay, oh, wow. Wir sind einfach gestorben. Na toll. Okay, gut. Dann sind wir hier so sicherer auf jeden Fall, wenn wir einfach nur so rübergehen. Wir müssen uns merken, die gute alte Wurst kann tatsächlich sehr schnell kaputt gehen, wenn da eine Bombe drauf fällt. Das heißt, wir müssen auf unser Würstchen aufpassen. So, hier haben wir tatsächlich wieder ein weiteres Level. Da müssen wir eigentlich nur so zur Seite, dann hier hoch und dann hier so seitlich und nochmal hier. Oh, da sind wir wieder seitlich rüber geflogen. Ich komme, meine Gabel, ich komme. Oh. Jawohl, da mussten wir jetzt eigentlich nur drüber springen, um das Ding eigentlich nur zu besiegen. Okay, das sieht jetzt auch nochmal ein bisschen schwierig aus. Unten ist die Gabel, hier sind die Bomben. Wir müssen auf jeden Fall einen turboschnellen Sprung über die zwei Bomben machen. Das heißt, wir machen hier zack. Oh. Oh, okay, das war jetzt nicht geplant. Jawohl, darüber. Oh, da nehmen wir auf jeden Fall den Schlüssel nochmal kurz mit. Und dann zack, hoch. Oh, und direkt getroffen. Schönes Ding. Jo, wir haben schon 645 Münzen. So, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall... Wie sollen wir denn diese Knöpfe da drücken? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier, so hier rüber. Und dann müssen wir den einen Knopf hier drücken. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Okay, den Knopf gedrückt. Und dann muss ich jetzt den Knopf drücken und jetzt schnell wieder rüber und zack, auf die Gabel. Yo, was? Jetzt mussten wir tatsächlich wie so ein Fluglevel machen, okay? Ich musste einfach die Knöpfe während dem Fliegen drücken. Das war auf jeden Fall schon eine andere Schwierigkeitsstufe auf einem ganz anderen Level. Und alright, das hier ist nochmal ein weiteres Objekt, was jetzt nochmal hinzugefügt wird in Form einer Turbine. Das bedeutet also, dass wir nun ein weiteres Objekt haben, was uns in der Luft halten kann. Das hätten wir eigentlich gerade eben gebraucht bei dem Level davor. Aber hier ist auch okay. Hier wird uns auch gezeigt, wie wir die Wurst zu bewegen haben. Okay, wir müssen also den Luftstrom sozusagen jetzt besser verstehen, um durch die Level zu kommen. Ich glaube, da wird es jetzt noch ein paar Level geben, jawohl, die uns noch ein bisschen herumwerfen werden. Ne? Also bewegen wir uns weiter vorwärts. Da kommen wir jetzt nicht mehr lang. Wir müssen eigentlich nur hochspringen. Einfach zack, hier so hoch und... Oh! Oh Gott, das ist jetzt eine Glückssache, ob man da jetzt landet. Jawohl, okay. Also, da muss man jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen. Manchmal ist das Windturbinen-Ding ganz schön unberechenbar. Da sind wieder Bomben unten, ne? Also, ich fahre jetzt hier einfach nach links, ziehe nach rechts und zack, auf die Gabel. Okay, manche Level sind deutlich leichter als andere. Und wir bekommen bald eine ganz besondere Belohnung. Da bin ich jetzt ganz gespannt. Irgendwie ist das wie so eine blaue Karte gewesen gerade. Was müssen wir machen? Wir haben hier jetzt die Wurst und wir springen hoch. Oh nein, wir springen hoch, hoch, hoch. Drücken den Knopf. Dadurch ist das Windkraftwerk deaktiviert und wir können auf die Gabel springen. Okay, so, jetzt dürften wir eigentlich einen Skin bekommen oder so. Was ist das, ein Skin? Mal schauen. Surprise Box, boom. Water! Wir haben einfach Wasser unlocked. Leute, ich verstehe... Oh, nein! Als neues Objekt wurde das freigeschaltet. Okay, okay, okay. So, das heißt, wir müssen jetzt vielleicht hier ein bisschen weiter nach links gehen und dann einen großen Sprung machen, den Schlüssel mitnehmen. Oh! Und jetzt natürlich nochmal... Ui! Runtergehen, weil das Wasser drückt uns selbstverständlich weiter nach oben. Auch nochmal ein bisschen neuer. Kannte ich davor so nicht, aber ist schon nicht schlecht. So, Best Prize. Eine Raketengabel. Unten links. Muss ich immer machen. Unten links. In der Mitte. Oh! Nein! In der Mitte war die Raketengabel. Use now. Komm, wir machen Use now auf jeden Fall. Und können wir da drauf drücken? Nee. Und dann würde ich mal sagen, oben links. Leute, immer unten links, Mitte, oben links. Das ist auf jeden Fall meine Taktik. Falls ihr meine Taktik übernehmen wollt, könnt ihr gerne machen. Hat bisher immer mal wieder gut funktioniert. Nicht immer. So. Gut, wir müssen jetzt hier an den Gummiähnchen vorbei. Und unten ist ein Timer mit ein paar Bomben. Das heißt also, wir gehen hier mal runter. Und dann, zack, gehen wir mal hier so seitlich. Und dann fliegen wir mal hier so hoch. Zack. Oh nein! Die Gummiente hat einfach unsere Gabel blockiert. Okay, weg mit dir, Gummiente. Da kommt jetzt eine Wurst drauf. Oh yeah. Rauf mit der Wurst. Alright. So.
Was haben wir jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich nur an diesen Obstacles, an diesen komischen Hindernissen hier vorbei, die links und rechts neben uns schwirren und im richtigen Moment runtertauchen. Ich frage mich, ob das passt, wenn ich da einfach jetzt runtergehe. Huch! Oder jetzt? Oder jetzt? Oder jetzt? Jawohl! Okay, ich glaube, in einem Zug hätte das nicht möglich, wäre das nicht möglich gewesen, aber ich denke, das war schon ganz gut so. Oh! Der spezielle Custom Shop. Nein! Leute, da ist einfach ein Weihnachtswürstchen und ich kann es mir nicht leisten, weil es 1000 Münzen kostet. Okay, wir nehmen erstmal das Blumenwürstchen. Ist jetzt der einzige Special Skin. Wir spielen jetzt die Blumenwürstchen mit der Blume oben drauf. Wir müssen jetzt für hier... Warte mal, wir haben jetzt zwei neue Shop-Items. Ich glaube jetzt im Special Shop Skin, da ist es wieder. Ey, für 1000 können wir es kaufen. Okay, wir müssen nur ein bisschen... Oh Mann, ich bin so dumm. Ich wusste nicht, dass man das sozusagen erst später kaufen kann. Naja, okay. Wir müssen auf jeden Fall hier einfach seitlich und dann einfach hier seitlich so rüberhüpfen. Ne? Und zack, sind wir eigentlich schon bei der Gabel. Okay, das war sehr simpel. Wir haben bald wieder ein Kronenlevel. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Hier werden wir gerade wieder komplett von den Turbinen weggeschoben. Und da ist ein Riesenfernseher mit ein paar Bomben. Und wir müssen eigentlich nur hier runter zu unserer geliebten Gabel. So, das war wirklich ein leichtes Level. Es war einfach nur runterschwimmen. Es war nichts anderes. Oh, was? Was ist das denn? Wir sitzen einfach gemeinsam auf einem Messer drauf. Das ist gar nicht gut. Aber es gibt hier den Topf, Leute. Der Topf ist nämlich unser Retter. So, wir müssen nämlich einfach nur auf den Topf hier drauf. Uiuiuiui. Und mit dem Topf gemeinsam... Oh, der darf nicht untergehen. Der darf nicht kentern. So. Oh. Schnell, mein kleines Würstchen. Schnell auf die Gabel. Alter, der Topf ist gerade im Wasser geschwommen wie ein ganz billiges Boot. Das war schon sehr gefährlich gerade. Aber wir haben es trotzdem gezogen. Ne? So, Level 41, meine werten Damen und Herren. Ein weiteres Special Level, was jetzt hier auf uns wartet. Level 42 ist es sogar schon. Wir müssen jetzt hier wahrscheinlich irgendwas Spezielles wieder machen. Also, das Würstchen ist am Springen. Das Würstchen ist am Machen. Wir springen einfach mal hier hin, drücken den Knopf, haben dann hier die Bälle, ne? Dann gehen wir hier weiter durch. Zack, gehen wir hier rüber. Dann haben wir hier nochmal ein paar von diesen Stöcken am Start. So, und jetzt müssen wir nur noch im richtigen Moment... gegen die Säge. Oh, okay. Dann können wir jetzt hier ein bisschen langsamer machen, weil diese Stöcke können uns nicht töten, ne? So, aber jetzt. Jetzt sind wir an den Sägen vorbei. Fliegen hier dran vorbei. Seitlich werden wir hier über die ganze Map geschmissen. Auf die Gabel! Jawoll! Okay, meine werten Damen und Herren, das war Fork vs. Sausage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr eine weitere Folge sehen wollt, dann drückt den Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall auf shop.arizo.de vorbei für den besten Merchandise. Okay, Leute, wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao!